Ich bin ja seit einer Weile so ein bisschen im Apex-Fieber und weil das meine Krankheit ist, die man sich dieser Tage noch einfangen darf, kurz ein gesponserter Hinweis. Für die Xbox und die PS4 gibt's die Lifeline und die Bloodhound Edition des Spiels jetzt auch in der Box im Laden. Wer sich also noch in die echte Welt traut, kann diese DLCs jetzt auch da besorgen. Die bringen exklusive Skins und Abzeichen sowie 1000 Apex Coins. Jeweils zwei dieser Editions hat mir EA zum Verschenken überlassen, also findet ihr zwei Codes in der Videobeschreibung und zwei hau ich in meinem nächsten Apex Stream auf Twitch raus. Also folgt mir auch gerne da. Aber jetzt will ich erstmal ausprobieren, wie Bloodhound überhaupt funktioniert. Ich habe im Bootcamp mit Farialim ja ausschließlich Gibraltar gespielt und Bloodhound sieht ja zumindest mal cool aus, auch ohne Legendary Skin. Also, auf geht's. Ist denn da wer? Erstmal hinterher rutschen. Okay. 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 Ja, so kann man das Match auch mal anfangen. Sterbt alle. Ja. Gib alles. Will ich alles nicht haben. Nehme ich. Rucksack nehmen wir auch. Habe ich mir alles verdient. Das habe ich mir wohl verdient. Ich habe einen Charge Rifle, das mag ich ja auch ganz gerne, oder nicht? Mag ich das lieber als das? Nee. Jetzt mal ausnahmsweise nicht. Brawler SMG hier. Got a hop up here. Select fire. Okay, 10 seconds till ring close. Wie der andere auch schon wieder wegrennt. Habe ich hier einen ja, habe ich. Who's ready to fly on a zip line? I am. Might be something good this way. Using meds. Come on, oh, die Dörner ist in der Ecke. Also, wo wir hier bei no one is inside. Healing. Ich wollte ja auch nur. Habe ja nur den Typen hier gespielt, weil das auch wieder eine Weekly Challenge ist oder Daily Challenge. So und so viele. So und so viel Damage mit dem zu machen. Bloodhound, so heißt er. Sonst hätte ich das gar nicht gemacht, aber ich finde diese Daily Challenges und Weekly Challenges in Apex wirklich gut. Die motivieren einen halt dazu, mal irgendwie auf eine bestimmte Art zu spielen oder mal irgendwas zu testen, was man vielleicht normalerweise nicht machen würde. Und das ist eine gute Geschichte. Das hat der Battlefield auch mal versucht, aber irgendwie da hat es da nicht ganz so gezogen. Da muss man schon sagen, Apex ist so, was so spielmechanische Tricks angeht. Sind die sehr weit vorne. Sehr clever. So, und ich bin ja killmäßig auch sehr weit vorne. Obwohl ich gar nicht so clever bin. Aber solange es funktioniert, mir egal. So, Munition für das Ding habe ich, glaube ich, genug. Dann lasse ich mal ein bisschen Waffe, Munition für Sniper liegen. Oh. Phoenix Kit ist natürlich immer sehr hilfreich. Das. Oh, viel Munition ist gut. Let's go this way. So anders, was ich ablegen kann. Das Phoenix Kit ist natürlich viel mehr wert. Hier noch irgendwie was? Ne, passt schon. So, Kollegen, wo seid ihr denn schon wieder hin? Ich rette denen den Arsch und dann lassen sie mich da alleine. Tolle Freunde habe ich. Was sag ich mal damit? Zweifach. Freunde, so wartet doch. Mal gucken, wo die sich rumtreiben. Ja, gut, wenn ich hier durch den Tunnel laufe, treffe ich sie halt dann von der anderen Seite. Aber das hier nehme ich gerade noch mit. Wer weiß, vielleicht ist hier irgendwo eine geile Rüstung drin. Ne.
Light ammo here. Bad dudes have been through here. So wartet, Freunde. Wartet doch einfach auf mich. Was? Das ist doch mein Job. Das ist im Moment eigentlich mein Job, den nachzugehen. Zusammenbleiben, aber dass es hier schon sowas gibt. Nehme ich das natürlich mal mit. Nämlich zwei von den großen Health Packs, das ist natürlich super. Brauche ich nicht. Ihr merkt, ich muss immer noch viel nachdenken. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Aber gut, das brauche ich. Jetzt habe ich nämlich schon wieder mehr Platz für Munition. Das heißt, da bin ich ja eigentlich wieder amtierender Kill Leader. Finde ich gut. Ja, ja, bin ja gleich da. Bin halt auch mega exponiert hier auf der Autobahn. Was liegt denn da? Ah, ein Scope. Scope habe ich schon. Ah, ein Rucksack. Jetzt. Ja, Platz für Zeug. Da, Rüstung. Und da, noch ein Rucksack. Care package over there. Okay. Ja, vielleicht. Ja, nee, vielleicht. Hier, I wait, vielleicht mal, ne? Ja, gut, der eine ist Supersprinter, der andere kann sich da mit seiner. So einem Kabelzug da rum teleportieren. Bin ich halt super langsam im Vergleich dazu. Haben halt auch keinen Bock auf mich zu warten. Das kann ich gebrauchen. Denn je mehr Munition ich habe ich das schon? Je mehr Munition ich in die Waffe stecken kann, desto mehr Platz habe ich natürlich im Rucksack. Also, ja, mit. Freunde, Freunde, so wartet doch. Hat das mit dem? Ja. Blub. Hätte den einfach 3 Jahre lang hinterherlaufen müssen. Ach, die sind da oben auf dem. Auf dem Hügel. Okay, ja, da kriege ich sie ja noch. Aber wenn wir da oben die Position halten können. Das ist natürlich. Das ist natürlich geil. Schauen wir mal. Hey, it's wait time! Ja, den hätte ich gerne. Hey, oben ist er schön. Hä? Was ist jetzt passiert? Irgendwas dabei. Sniper Mag habe ich schon. Ja, ist eine schöne Position. Hier oben. Aua. Hab ich zu haben. Defending here. Thank you. I'll run circles. Yo, we should def check out that care package. Defending our location. Oh, geil. Ach, total viel Munition. Das ist ja nice. Müssen eigentlich nur aufpassen, dass die da nicht zu uns hochkommen. Oh ja, toll, jetzt fällt er runter. Tschüss. Stelle ich mich gleich wieder hinten in die andere Ecke. Wo springen sie jetzt alle? Achso, ne, da ist er wieder. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was die Ulti von Bloodhound macht. Aber wir wissen ja schon, wir können erstmal hier oben bleiben, da brauche ich die vielleicht auch gar nicht. We're already inside the ring? Damn, I could have used a good run. Ja, bleiben wir doch hier oben.
Ja, hier drüben ist auch nochmal sowas. Ah, jetzt wäre ich gern caustic, um das alles zu vermieden. Kann ich irgendwas ablegen, was ich nicht brauche? Ne? Supply bin there. Got an enemy out there. Was, wo ist ein Enemy? Wow, okay, cool. Kann ich da gleich mal mitgucken. Was? Auf welche Distanz bitte? Ja, bleib mal hier noch ein bisschen stehen. Da läuft einer. Okay. Oh, da unten ist auch einer. Oh nein! Sag mir, dass du auch auf den geschossen hast, ey. Nee, hat er nicht. Oh, der hat so lange stillgehalten. Der hat ja so schön lange stillgehalten. Da komm, komm noch ein bisschen vor. Herrgott, steht er immer genau vor mir. Wo kommt denn das andere daher? Ja, dann soll der andere mal hinten nachmunitionieren. Schon mal. Alle? Wo sind sie hin? Jetzt will ich nur hier nicht den Berg runterfallen. Seine Position ist ja deutlich besser. Von links muss ja irgendwie auch noch was kommen. So. Oh, die Heilerin. Gut, dann ist jetzt die. Es ist wohl wieder in der Familie. Ich laufe mal kurz hoch, hol mir Munition. Müssen die das dann weitermachen? Vielleicht kann ich sogar von der Seite nochmal besser treffen. Oh, ich glaube, der hat sich hier schon die Munition geholt. Okay. Kann ich von hier was sehen? Nee, shit. Okay, das war dann ein Fehler. Ja, nun wird jetzt für uns alle ein Problem. Zumindest Sniper-Ammo, aber wenn die hier hochkommen. Hm, von da hinten kann ich mich besser treffen. Ja gut, früher oder später müssen die eh hier hoch. Kann ich so? Ne, ich kann nichts. Aber da kommen sie nicht hoch, oder? Ach, da hinten ist eine Line. Da müssen wir aufpassen. Uff.
komme gerade da hinten hin. Jetzt schauen wir mal, was diese Fähigkeit hier kann. Oh oh. Von oben kommen jetzt aber gleich auch noch welche. Na komm, mach voll. Was ist mit denen da oben? Okay. Beide gestorben. Mal kurz gucken. Die hier nicht hinten. Oh. Rüstung brauche ich. Shield selber ja auch. Heavy Rounds so viel wie es nur gibt. Okay, jetzt. Ja! Oh, wir haben so ein Glück mit der Position hier, ne? Ja, dann macht ihr da mal ein bisschen weiter. Die machen wir in der Zeit voll. Und heb hier noch die den Kram auf. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Auch nicht mehr lang. Ja, auch jeder hier. Wo ist denn hier wer? Danke. Okay, ja. Alter, keine Granaten. Nice. Ja, bleib hinten. Kam nicht auf der anderen Seite auch noch wer? Oh, jetzt ist der da runtergefallen. Hoffentlich kommt er wieder hoch. Nee, das will er nicht. Was macht er denn? Dann fliegt er auch da runter. Müssen wir halt hier aufpassen, dass sie uns jetzt hier nicht entgegenkommen. Ja, jo. Boah, ist das ein kleiner Bereich. Jawoll, es geht doch. Juhu. Das war ein schönes Spiel. You are the Apex Champions. Und ihr seid die Besten und deshalb hoffe ich, ihr hattet Spaß in diesem Video. Ich hatte es auf jeden Fall. Und nicht vergessen, in der Videobeschreibung gibt es die Codes zu je einer Bloodhound Edition für die Xbox und einer Lifeline Edition für die PS4. Die anderen dann, wie gesagt, bei mir im Stream. Und dann habe ich auch noch diese Popgames-Figürchen, die Fari und ich unterschrieben haben. Die haue ich dann auch irgendwo im Stream raus. Also kommt vorbei auf Twitch. Ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao. I made it to gold. The honor is plenty.